Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Erst Hirn einschalten und dann Technik. Heute mal mit einem etwas anderen Hintergrund, den Sie sehen, nämlich dem Hintergrund, den Sie hinter mir sehen, ist meine Coaching-Wand bei mir zu Hause. Was heißt meine Coaching-Wand zu Hause? Und ich sehe gerade, ich habe den ersten Zuschauer dabei. Einmal bitte kurzes Feedback mit einem Daumen hoch oder mit einem Ja, ob der Ton in Ordnung ist, weil ich habe ein Ansteckmikrofon drauf und da bräuchte ich einmal eine kurze Rückmeldung, ob das denn Paletti ist, ob ich gut zu hören bin. Also das wäre super klasse, wenn ich da ein kurzes Feedback haben könnte, ob der Ton okay ist. Ich hoffe, der Ton passt soweit. Ja, worum geht es heute? Und zwar, ich hatte heute hier eine Workshop-Session, heute mal nicht der Coach, sondern der Coachee gewesen. Ist der Ton in Ordnung, André van Hoogt? Also kurzes Feedback, ob der Ton passt, bitte. Das wäre super klasse. Sonst muss ich nochmal einen zweiten Versuch starten, ob der Ton passt. Ja, ich habe heute eine Coaching-Session hier gemacht. Ich wurde mal gecoacht. Und zwar habe ich heute gemeinsam mit Frank Asmus an meinem Vortrag für Gedanken tanken für die zweite Berliner Rednernacht gearbeitet. Und hier liebe ich es, dass wir bei uns im Esszimmer hier drei große Scheiben haben, die bodentief sind. Und was packe ich da drauf? Da packe ich Steadies drauf. Und Steadies kennt vielleicht der ein oder andere. Es gibt ja Post-it-Notes. Und es gibt eben nicht nur die Post-it-Zettel, sondern ich nutze die von Neuland, die gibt es auch von Steadies. Es gibt hier diese elektrostatischen Notizen. Diese elektrostatischen Notizen haben den großen Vorteil, die halten überall drauf. Also die halten auf nicht nur Stirnflächen, sondern die halten eben auch auf Klamotten, die halten auf Wänden, die halten eben überall. Die kann man an die Wand pappen oder eben hier, wie man sieht, an das Fenster. Und das Geniale ist, die kann man eben verschieben, wie man lustig ist, und die halten eben hinterher. Und ich liebe diese Steadies, ich arbeite mit denen sehr, sehr gern. Früher gab es sie nur von der Firma Steadies, die gibt es seit kurzem auch von der Firma Neuland. Und jetzt, das kennt man vielleicht noch, dass man mit denen arbeiten kann. Und es hat für mich den großen Vorteil, gerade wenn ich mit Vorständen arbeite. Hallo lieber Joachim Priesnitz. Zeige gerade, wie ich mit den Steadies arbeite im Workshop und wie man das auch mit dem iPad weiterverarbeiten kann. Weil ich habe das oft so, dass ich in Vorstandsbüros, bei Geschäftsführern, bei Unternehmern nicht einfach alles vollkleben kann. Also arbeite ich gerne mit diesen Steadies. Die gibt es in verschiedenen Farben. Und also ich arbeite immer ganz gerne, das sind die, die ich am meisten nutze, mit den weißen. Ich arbeite ganz gerne mit gelb, ich arbeite gerne mit rot und ich arbeite gerne mit grün. Und jetzt verrate ich auch, weshalb ich die nämlich auseinanderschneide. Ich habe nämlich Folgendes. Das ist immer, die gibt es nicht in quadratisch, die gibt es nur in rechteckig. Ich lasse mir die im Copyshop immer schneiden. Und weshalb? Weil das Geniale ist, ja, die sind scheiß teuer leider, ist der Nachteil. Wenn man die schneidet, sind die quadratisch. Und von Post-it gibt es eine iPad-App. Und was man jetzt nämlich machen kann, und das finde ich total genial, jetzt kann ich hinterher diese Dinge abfotografieren. Ich drehe mal die Helligkeit hier ein bisschen runter, dann sieht man das Ganze. Ich kann diese abfotografieren und das Geniale ist, wenn ich das jetzt abfotografiert habe in dieser Post-it-App, dann kann ich sogar die einzelnen Post-its hier noch hinterher verschieben. Und wenn ich möchte, kann ich noch Post-its ergänzen. Und das finde ich total genial, weil früher hatte ich immer das Problem, ich habe es abfotografiert, dann konnte es nicht mehr ändern. Da kann es natürlich ausschneiden, aber es ist sehr, sehr umständlich. Und die kann man eben in dieser App, kann man die weiterhin bearbeiten. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick, und zwar, die ist von der Firma Post-it. Und die Firma Post-it hat die so gebaut, dass die wissen, das sind die Einzigen, die die quadratischen Dinge machen. Steadies und auch diese elektrostatischen von Neuland sind rechteckig. Aber, sorry, liebe Firma Neuland, ihr macht geile, liebe Firma Post-it, ihr macht tolle Sachen. Das Problem ist nur, es gibt zwei Arten von Post-it-Zettel. Die einen sind die klassischen, die man kennt, die fallen immer runter, weil die nicht doll haften. Die anderen, die es gibt diese super Sticky Notes von Post-its, die sind so, dass die richtig fest pappen. Das Problem ist nur, die kannst du halt nicht verschieben, wenn du eben hin und her arbeitest. Und deswegen sind diese Steadies so perfekt. Das heißt, die Steadies kann man eben hin und her schieben. Wichtig ist, dass man da mit den richtigen Stiften arbeitet. Ich empfehle den von Neuland, den habe ich immer mit. Das ist hier dieser rote. Ich halte es mir hier so in die Kamera. Ich kann das Ganze nochmal hier drehen. Ich bin jetzt natürlich hier in dem Moment nicht umdrehen, sondern ich will einmal hier umdrehen in den Einstellungen. Dann machen wir das nochmal. Und zwar gibt es hier in den Einstellungen die Möglichkeit, das Ganze auch horizontal flip.
Jetzt bin ich nicht mehr spiegelverkehrt, sondern jetzt bin ich richtig. So, das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier in die Kamera halte, dann kann man den Stift auch lesen. Also Slicky One heißt dieser Stift, gibt es auch bei Neuland. Also das sind die, die am besten funktionieren. Am Anfang schmieren die ein bisschen, aber dann passt das. Und dann packt man das eben drauf und fotografiert es ab. Es gibt jetzt zwei Varianten, das ganze Ding abzufotografieren. Die eine Variante ist, dass man es direkt mit dem iPad fotografiert. Ich persönlich mache das immer ein bisschen anders. Und zwar, was ich empfehle, ist, dass gerade wenn man ein iPhone 7 Plus hat, so wie ich das habe, was eine sehr gute Kamera ist, hallo lieber Frank, dann mache ich das so, dass ich das abfotografiere mit meinem iPhone. Wenn ich im WLAN bin, werden diese Fotos automatisch übertragen. Und was ich eben jetzt machen kann, jetzt gehe ich halt hier in die App und sage, wenn ich dann eben was hinzufügen will von diesen ganzen Dingen, dann gehe ich einfach hier drauf und gehe auf die Kamera und sage Plus. Und jetzt kann ich eben entweder abfotografieren, also das ist die eine Variante, das heißt, ich kann jetzt hier drauf gehen und kann das abfotografieren und erkennt mir eben automatisch dieses ganze Ding, das ist die eine Variante. Das bietet sich vor allen Dingen dann an, wenn man die relativ dicht zusammen hat und wenn die eben auf ein so ein DIN A4 Blatt gut drauf passen. Ich habe hier bei mir im Wohnzimmer, habe ich hier drei solche große Glasflächen und da ist es so, hallo lieber Frank, da ist es so, dass alles auf eins zu kriegen relativ eng ist. Also was mache ich? Ich mache drei Fotos mit dem iPhone. Diese Fotos werden dann über den Fotostream bei mir entsprechend synchronisiert. Das heißt, ich habe in den Fotos, habe ich dann die einzelnen Fotos, ich zeige das mal hier, habe ich praktisch gemacht, die einzelnen Fotos gemacht und diese einzelnen Fotos habe ich dann in der App importiert. Haftet nur auf glatten Flächen, das war nochmal eine Frage zu diesem Thema Steadies. Ja, ehrlich gesagt, die Dinge haften auch echt gut auf Tapeten. Also wir haben jetzt hier keine, ich drehe das mal so ein bisschen. So, wir haben jetzt hier, das sieht man schon, das ist so eine glatte Wand beispielsweise hier. Ich habe hier eine stinknormale Wand und an dieser stinknormalen Wand kann ich das ganze Ding hier hängen. Also das ist jetzt nicht eine super unebene Wand, die ist schon relativ eben, aber ich sag mal hier auf dem Bild, was auch nicht sonderlich eben ist, also das hält ziemlich gutes Zeug. Sowohl eben die Originale von Steadies als auch die von Post-its, das sind die gleichen. Also die sind wirklich sehr, sehr klasse. Das, was Joachim Briesnitz schon sagt, die Dinger sind scheiß teuer, also das ist der einzige Nachteil, wo ich sagte, ich finde die auch ziemlich teuer, aber es ist einfach total genial. Jetzt bin ich dann, wenn ich in der App drin bin, ich gehe mal hier wieder in die Post-it-App. Die App ist übrigens gratis, die kostet nichts. Was sagt Lothar immer so schön? Kostet nichts. So, was ich jetzt eben machen kann, jetzt kann ich nicht nur fotografieren, sondern ich kann eben hier auch drauf zugreifen auf meine Fotos. Und jetzt kann ich eben sagen, alle Fotos und dann kann ich eben hier auf das, was ich fotografiert habe, drauf zugreifen. Und gerade wenn man so in mehreren Teilen fotografiert, ist es so, dass ich dann immer empfehle, das Ganze so zu machen, dass man es eher auf der besseren Kamera, also mit dem iPhone macht. Und das ist auch oft in Coaching-Situationen unauffälliger, wenn man einfach am Schluss schnell nochmal drei, vier Fotos mit dem iPhone macht. Das Ganze überträgt und dann erkennt er eben hier, man sieht schon, die meisten Dinge erkennt er automatisch. Manchmal, wenn er was nicht erkennt, weil der Kontrast zu schlecht ist, dann geht man eben drauf. Gehen wir hier auf eins drauf, tippt man drauf, dann geht es ins Detail und dann sagt man, okay, das ist entsprechend, yo, tschüss und sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet habe, wir waren Skifahren, ich melde mich am Montag definitiv oder sonst nochmal per E-Mail, lieber Kollege Briesnitz. Und jetzt sage ich einfach dann und dann erkennt er dieses Ganze und wenn ich jetzt fertig bin, ich übernehme jetzt nochmal das andere auch und sage, jawohl, das übernehme ich auch. Das eine, was er hier durch den schwachen Kontrast nicht erkannt hat, übernehme ich auch. Hallihallo. So, und jetzt sage ich Add to Board. Und jetzt sieht man, jetzt übernimmt er eben hier diese Dinge auf das Board nochmal entsprechend mit drauf. Und das muss ich echt sagen, ist wirklich geiler Scheiß. Das funktioniert sau, sau gut. Und das Geniale ist, man kann das eben gruppieren, man kann das trennen, man kann jetzt sogar noch, wenn man möchte, hier zusätzliche Post-its auch hinzufügen. Also das heißt, ich kann hier nochmal auch weitere Post-its dazufügen, wenn mir später was nochmal einfällt und kann da nochmal sagen, okay, ich packe also zusätzlich zu praktisch den auch fotografierten nochmal eigene Post-its mit dazu und kann die eben ganz normal auch verschieben und weitergeben. Wenn ich das Ganze jetzt weitergeben möchte, dann gibt es hier verschiedene Varianten. Ich finde es auch total genial, oder Frank? Und im Gegensatz zu dir, lieber Frank, ich kann nicht malen. Du kannst ja richtig gut malen. Deswegen muss ich mit solchen Sachen arbeiten. Und das finde ich einfach total genial, weil man es hinterher nachbearbeiten kann. So, und was man jetzt machen kann, jetzt könnt ihr einfach sagen, okay, exportiere das Ganze. Und jetzt kommt total genialer Kram. Jetzt kann ich sagen, exportiere mir das Ganze als PowerPoint-Datei in PowerPoint oder in Keynote.
Und ich habe das hier schon mal gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Keynote reingehe, wie schaut es dann aus? Dann macht er mir in Keynote, macht er mir hier, ich blende mal diese Details aus, dann macht er mir eine PowerPoint-Präsentation und die kann ich komplett nachbearbeiten. Also ich kann jetzt, wenn ich sage, na, dieses App-Store-Logo da, das möchte ich nicht haben, ja, dann lösche ich dieses App-Store-Logo entsprechend raus. Und wenn ich da jetzt mein eigenes Logo haben will, dann packe ich da mein eigenes Logo rein. Ich kann das Ganze jetzt natürlich auch nur hier bearbeiten. Das heißt, ich kann das auch entgruppieren, also nicht gruppieren hier beispielsweise, und kann über nicht gruppieren jetzt sogar noch, wenn ich lustig bin, hier in PowerPoint noch meine einzelnen Charts, noch die einzelnen Post-its hier verändern. Und er macht auf der zweiten Seite, packt er immer noch mal die Originalfotos dahinter. Also ich finde, das ist eine Form der Workshop-Nachbearbeitung für Coachings, für Workshops, die ich total genial finde. Man kann das auch direkt exportieren als PDF, das geht genauso. Oder wenn jemand auch die App von Post-it hat, dann kann ich das Ganze auch weitergeben als Originaldatei. Das heißt, derjenige, der es bekommt, kann dann in der Post-it-App entsprechend noch mit weiterarbeiten. Also wir haben heute Nachmittag, Frank Asmus und ich, an meiner Keynote gearbeitet für die zweite Berliner Rednernacht und haben dort hier für mich jetzt mal gearbeitet. Ich arbeite aber auch gerne mit Mandanten darauf, mit Klienten. Lieber Steffen Ritter, wenn so wie du jetzt in Bielefeld mit deinem Vortrag für solche Sachen mache ich diese Dinge nach. Mein Cutter ist da, Michael Mörwald, World Best Cutter, der meine Sneaker-Videos immer cuttet. Wunderbar, ganz klasse. Ja, also die App ist Post-it Plus, heißt die. Da gibt es auch In-App-Purchases, da kann man auch was dazu kaufen, aber mit der Standardvariante funktioniert es schon wunderbar. Geht nicht nur auf dem iPad Pro, geht auch auf den anderen und ist, finde ich, eine wirklich extrem pfiffige Variante, wo man, wenn man selbst für Ideen eben, die sich selbst strukturiert, mitarbeiten kann oder wenn man mit Kunden das Ganze macht oder in Seminarkontexten. Wichtig ist, die App funktioniert nur mit quadratischen Zetteln. Welche sind egal, also ob man jetzt die von Post-it selbst nimmt, ob man jetzt eben so wie ich das mache, dass ich die von Neuland nehme und mir die einfach im Copyshop nochmal schneiden lasse. Praktischer Tipp bitte übrigens, das habe ich das erste Mal selber probiert, mit der Schere zu schneiden. Macht das nicht. Also wenn Sie es mit der Schere schneiden, diese Ränder werden immer fransig. Das schaut dann unmöglich aus, schon unprofessionell aus. Wir haben hier das Glück, dass wir in Prenzlauer Berg hier 20 Copyshops um die Ecke haben. Das heißt, ich bin einfach in den Copyshop gegangen, habe gesagt, könnte mir das einmal in der Mitte schneiden. Habe ich irgendwie 1,50 € dafür gezahlt und habe noch den Rest aufgerundet für die Kaffeekasse. Das heißt, man hat hier etwas und ja, auch die Frage ist, mit welchem kleinen Gepäck reise ich? Ich bin ja immer Mr. Handgepäck. Das heißt, mein Gepäck für Coaching schaut eben so aus, dass ich sage, ich habe hier meine vier Farben, weiß, rot, grün und gelb. Und ich habe hier zwei von diesen Stiften, einen für mich und einen für meinen Klienten. Und dann habe ich hier mein iPad Pro dabei. Also das Ganze ist meine komplette, hallo lieber Steffen, liebe Grüße aus Hamburg. Das ist meine komplette Ausstattung, mit der ich eben unterwegs bin, in der sehr kleinen Form. Hallo lieber Martin, wieder entsprechend mit dabei. Hallo lieber Andi Lex, jetzt bin ich schon komplett durch. Lieber Andi Lex, lohnt sich aber auf alle Fälle, die Aufzeichnung nochmal anzugucken, weil auch für die SV-Akademie bestimmt hochspannend. Ich habe nämlich hier mal gezeigt, wie man mit den Neuland Steady Notes nicht nur eben diese Statys hier verschieben kann auf der Scheibe, sondern wie man das Ganze dann hinterher, ich zeige es nochmal, weil nicht alle entsprechend mit dabei waren, einmal nochmal zum Abschluss, wie man das Ganze dann hinterher mit der Post-it-App dann nehme ich hinterher in die App reinpacken kann und dann hinterher eben diese Post-its weiterverarbeiten kann, weiterschieben kann und als Keynote, als PowerPoint-Datei weiter ausgeben können. Stifte hattest du und zwar, ich habe die von Neuland gleich mitbestellt, weil ich immer sage, die haben das eben idealerweise drauf gemacht. Die heißen Slicky One, ich halte es nochmal in die Kamera. Das Gute, ich habe es ja mittlerweile geschnallt, dass man eben bei Facebook Live, wenn man links oben auf diesen Zauberstift geht, dann kann man eben links oben in den Einstellungen Horizontal Flip einstellen, dann ist es auch nicht mehr spiegelverkehrt. Das habe ich von der Sierra Modro gelernt. Also das ist hier nochmal der Stift, der dazu ist. Natürlich gibt es auch andere Stifte dazu, also letztendlich bitte nicht mit den normalen Flipchart-Markern, die funktionieren nicht, die verschmieren dann. Man muss ihn ein bisschen kurz antrocknen lassen, aber wenn man ihn dann angetrocknet hat, dann funktioniert er wunderbar.
Ich persönlich schreibe nur mit Schwarz. Der ist auf all diesen vier Farben gut zu erkennen. Und ich arbeite immer so mit ein paar verschiedenen Farben. Man sieht es, also ich habe so die obersten Bereiche in Gelb. Dann bin ich mit Grün, dann arbeite ich hier mit Weiß. Und ich habe dann nochmal Rot für Action Points. Also da muss dann jeder nochmal gucken, wie er rankommt. Also die Post-it-App, ich packe es gleich nochmal als Link mit dazu. Ich kriege da keine Provision davon, aber ich finde, das ist einfach ein total geniales Tool, eben mit den Steadies in Verbindung mit der App, wo man hinterher eben die Post-its dann so nochmal verschieben kann, dass man nicht mit dem statischen Foto da so fest ist. In diesem Sinne, viel Erfolg weiterhin in der On- und Offline-Welt. Wie immer, erst Hirn einschalten und dann Technik. Und für alle Karnevalisten, lasst krachen am Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.